Die Organisation Rural Development Interdiocesan Service, RDIS, ist Teil der anglikanischen Kirche und hat das Ziel, die Umwelt zu schützen, die Entwicklung von lokalen Gemeinschaften zu unterstützen und Armut zu vermindern. Zurzeit arbeitet die Organisation an einem Projekt zur CO2-Emissionsminderung in der westlichen und südlichen Region Ruandas. Die CO2-Emissionen werden reduziert, indem die ländliche Bevölkerung verbesserte Kochöfen erhält. Diese senken den Verbrauch von Feuerholz um über 60%, reduzieren Augen- und Atemwegserkrankungen und dämmen die Abholzung ein. So trägt die ländliche Bevölkerung nicht nur zum weltweiten Klimaschutz bei, sondern kocht zudem sauberer, schneller und hygienischer. Aho ari disi duhereye aya mashyiga kijyambere byatubereye byiza kuko inkwi zijyamo ziraringaniye zagabanuye ubwinshi kuza twakoreshaga. Urukwi rumwe ruhisha ibishyimbo mu minota kandi mikeya. Umutwaro w'inkwi nubwo ari mu giturage wari umaze kugera ku note y'igihumbi. Ariko tubonere ruziko wigomuka kugura umutwaro w'igihumbi ngire ngo dushobora kumurana hafi ibyumweru bitatu. Urabona nteka ku mabuye ariko iyo ntekamo nyine urabona nyine nitwa n'imyotsi myinshi cyane. Amaso nyine atukura nkihopfora gutya nkanarira nyine. Nishyiga risanzwe kubera kwatsa n'imyotsi myinshi kwirukiramo n'inkorora ugasanga n'amaso yahiye umutwe ukameneka. Umva ko nyine ni ibibazo birebire umuntu yahuraga n'indwara zikabije. Biranshimishije kandi n'ababitugeneye bakaduha impano. Ndabashimye cyane, Imana ibahe umugisha. Wir arbeiten gemeinsam mit der VEM, der Vereinten Evangelischen Mission, die den Kontakt zum Kompensationsanbieter christlicher Kirchen, Klimakollekte, herstellen konnte. Über die Klimakollekte können Kirchen, Organisationen und Privatpersonen ihre Emissionen berechnen und kompensieren. Wenn Sie umweltfreundliche und energiesparende Kochöfen verteilen, so ist es ein Beitrag zur Minimierung und zur Kontrolle von Emissionen. Der Auftrag von RDIS ist es, die Umwelt zu schützen und die Produktion zu steigern, um eine nachhaltige und holistische Entwicklung zu erreichen. Die Emissionsminderung durch verbesserte Kochöfen passt zu unserem Auftrag, da der Verbrauch von Feuerholz auf Haushaltsebene verringert wird. In der Vereinten Evangelischen Mission wurde Klimaschutz 2008 Schwerpunktprogramm. Von da an haben wir begonnen, unsere CO2-Emissionen, die wir durch Flugreisen produzieren, zu kompensieren. Wir tun das seit vielen Jahren mit der Klimakollekte, in der wir seit 2018 auch Mitgesellschafter geworden sind. Ein Projekt ist dabei von besonderer Bedeutung, das der anglikanischen Kirche in Ruanda mit RDIS, die nämlich Zertifikate verkaufen durch Ofenprojekte, wodurch wir jetzt unsere Flugemissionen kompensieren können. Mit dem Klimaschutzprojekt von RDIS und der Vereinten Evangelischen Mission können wir unsere Aktivitäten in Ostafrika ausbauen. Das freut uns sehr. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Projekt Wasserfilter und energieeffiziente Herde kombiniert und so auf verschiedenen Ebenen zu Gesundheit, Verbesserung der Lebensqualität und Klimaschutz beiträgt. Die Zertifikate aus dem Projekt nutzen wir für die Kompensation der Flugemissionen der Vereinten Evangelischen Mission und für weitere kirchliche Akteure. Mit der umfassenden Vision, CO2-Emissionen in der Region und in Afrika zu verringern, sucht die Organisation RDIS nach neuen lokalen und internationalen Investoren und Partnern neben der Vereinten Evangelischen Mission und Klimakollekte, die ihre Emissionen kompensieren wollen. Das Ziel ist weiterhin eine heilige Seele in einem gesunden Körper.